Hallo, ich bin Donna Rosa. Heute zeige ich dir eine Abkett-Technik, die genauso ausschaut wie die Anschlagstechnik für den runden Anschlag, damit du nämlich den Anschlag und die Abkettkante genau gleich aussehen. Dies eignet sich speziell für fingerlose Handschuhe. Wie das geht, zeige ich dir jetzt. Damit du die runde Abkett-Technik überhaupt bewerkstelligen kannst, brauchst du neben den Stricknadeln, die du für deinen Stricken sowieso brauchst, eine zusätzliche Stricknadel, möglichst in der gleichen Stärke oder dünner. Du brauchst eine Wollnadel und du brauchst eine Schere, aber die brauchst du ja so oder so, also nichts weiter speziell. Und dann gehst du folgendermaßen vor für die nächsten vier Reihen. Du hebst die linken Maschen mit dem Garn vorne ab und strickst die rechten Maschen. Du hebst die linken Maschen ab wie zum Linksstricken und strickst die rechten Maschen ab. Und das machst du nun über die nächsten vier Reihen. Das erzeugt, dass du quasi einen Hohlraum strickst, so zwei Seiten, die nicht miteinander verbunden sind. So sieht dann aus, wenn man vier Reihen die linken Maschen abgehoben hat und die rechten Maschen gestrickt hat. Nun nimmst du zusätzliche Nadel und du verteilst nun die rechten Maschen auf die vordere Nadel und die linke Masche auf die hintere Nadel. Ich habe hier zuerst eine linke Masche und hebe sie auf die hintere Nadel. Die vordere, hintere, vordere. Und so weiter. Und so sieht es aus, wenn ihr nun die linken und die rechten Maschen voneinander getrennt habt und auf zwei Nadeln verteilt habt. Und durch das Abheben über vier Maschen entsteht dann hier quasi ein Hohlraum oder ein Zwischenraum. Ähnlich wie beim Double Face Stricken. Ich werde nun diese Maschen auf der vorderen und auf der hinteren Nadel miteinander vernähen. Und das ist eigentlich nichts anderes als der Maschenstich. Das heißt, ich muss jetzt den Faden oder das Garn mindestens dreimal so lange lassen, wie das Strickstück breit ist, damit ich sicher gehe, dass ich genügend Faden habe. Und mir nicht der Faden ausgeht. Zum Beginn stichst du mit der Wollnadel auf der vorderen Nadel in die erste Masche von rechts nach links. Und auf der hinteren Nadel von links nach rechts. Und ab nun machst du eigentlich solche Sinuskurven bis zum Ende. Das heißt, ich steche in der vorderen Nadel in die erste Masche von links nach rechts, hebe gleichzeitig die Masche ab. Und steche von rechts nach links wieder rein. Bei der hinteren Nadel von rechts nach links und links nach rechts. Und bei der ersten Masche die hebe ich gleich ab, bevor ich von links nach rechts reinsteche. Auf der Vordernadel geht es wieder
wie vorhin weiter, von links nach rechts, hebe die Masche ab und von rechts nach links. Auf der hinteren Masche von links nach rechts, hebe die Masche ab und von links nach rechts. Dann wieder nach vorne. Achte beim Anziehen, dass du nicht zu fest anziehst. Du willst ja, dass es immer noch elastisch bleibt. Das ist ja der große Vorteil bei dieser Abkettmethode. Und so sieht dann die Kante aus. Das ist übrigens die Anschlagskante von Tubular Cast On. Das heißt, der runde provisorische Maschenanschlag oder auch italienisches Anschlagen. Und so sieht dann die italienische Abkettmethode aus oder die Abkettkante. Und wie du siehst, es sieht beides gleich aus. Und wir haben keine sichtbare Kante, sondern es sieht aus, als würde es rundherum gehen. So, das war's für heute. Ich hoffe, dir hat mein Tutorial gefallen. Wenn ja, dann abonniere doch meinen YouTube-Kanal und folge mir auf Instagram. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss!